Und irgendwann habe ich mich spezialisiert und verliebt in die Ducati Einzylindermotorreihe. Wir stehen auch wieder drei Schönheiten. Ich sag mal ganz blöd, alle drei rot. Haben die noch was anderes gemeinsam und was ist die Geschichte dahinter? Ja, wir haben eigentlich was ganz Besonderes. Das sind die Mach 1. Die Mach 1 hat einen sportlicheren Motor als die normalen Straßenmotorräder. Und die haben alle drei den gleichen Motor. Hierbei ist eine Mach 1S ein Sportmodell, was eigentlich gar keine Straßenzulassung hat. Musste ich extra so herrichten, dass ich eine Straßenzulassung bekommen konnte. Und hier ist eine etwas tourentauglichere Version, aber immer noch der gleiche Motor, ist dann aber die Mach 3. Ich habe mal einen Blick auf die Bremsen geworfen und die sind alle unterschiedlich. Was kannst du dazu erzählen? Ja, das ist die normale Mach 1 Straßenbremse von dem Straßenmotorrad. Da die Mach 1S ein Sportmodell war, hat es eine leistungsfähige Bremse mit entsprechender Luftkühlung und mehr Kühlrippen. Und das ist, wie gesagt, das Tourenmotorrad, die Mach 3, hat schon eine etwas größere Bremse im Durchmesser, weil er etwas später gebaut wurde. Also farblich gefällt mir die besonders gut mit dem Bronzeton. Um welches Modell handelt es sich denn hier? Das ist eine 98 Kubik Ducati, eine der letzten Stoßstangenmodelle, bevor es dann später mit den Königsmodellen losging. Die Farbgebung ist original so, habe ich aus dem Katalogen des Farblieferanten von Ducati ermitteln können.